schön, dass du Zeit genommen hast, Janett. Du kommst ja jetzt gerade eben aus der Lena Horschek-Show. Genau. Wie fandest du es und was waren so deine Highlights aus der Show und wie konntest du für dich selbst die Inspiration rausziehen? Also mein Lieblingsland ist ja Frankreich und Lena hat sich dieses Jahr was ganz Tolles überlegt. En Provence hieß ja sozusagen die Inspiration ihrer Show und das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, man hat sehr viel Blumenmuster gesehen, sehr feminin und was ich auch super toll an dieser Designerin finde, sie achtet auf die Figuren. Das heißt, es ist alles auf Taille geschnitten, aber es schmeichelt in Figuren. Weite Tellerröcke, alles 50er, 60er Jahre Looks, inspiriert von Jane Birkin und Romy Schneider. Also für mich, ich bin hin und weg. Also auch für die völligere Frau. Ideale Kleider. Ja, vielen Dank. Und was trägst du heute Schönes? Ich trage heute einen Designer aus Stuttgart, Janni Schima. Danke dir und viel Spaß noch. Sehr gerne, euch auch. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Rückdenken kann, ist Mode und schöne Kleidung für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe ja auch immer schon eigene Modekollektionen gehabt. Dementsprechend halte ich mich natürlich gerne auf dem Laufenden, was es denn vielleicht